Hey Leute, es geht los hier am 13. Januar, hier im Theater Potsdamer Platz, hinterm Horizont. Und heute haben wir der Presse schon mal ein bisschen gezeigt, worum es über den Daumen so geht. Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag. Hinterm Horizont immer. Hallo, ich bin Josephine Busch. Ich spiele in dem Musical Hinterm Horizont die Jessie, Udos Mädchen aus Ost-Berlin, in das er sich im Palast der Republik 1983 verliebt hat und woraus sich eine wirklich spannende und ergreifende Liebesgeschichte entwickelt hat. Ich werde als sein Mädchen aus Ost-Berlin vorgestellt, worauf ich mich sehr freue. Und dann werden wir uns da der Presse stellen und was über das Stück erzählen und zusammen singen. Und also das wird ein buntes Hinterm Horizont-Udo-Programm. So, schönen guten Abend Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind zur Präsentation von Hinterm Horizont. Hinterm Horizont, mein Leben, meine Story, Romeo und Julia, so die East-West-Side-Story und so, ja, ne? Das ist enorm aufregend heute. Erste Mal hier im Theater Potsdamer Platz. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Waller, der Regisseur, da ist, Thomas Brussig, der Autor, und Johannes Mock O'Hara, der Geschäftsführer von Stage Entertainment. Herzlich willkommen. Wie kam denn die erste Idee überhaupt zustande, dieses Musical zu machen? Seit wann arbeitest du daran? Naja, das Wichtigste war wirklich, dass mich Udo angerufen hat. Dachte erst, da ist ein Stimmenimitator, also ein Radiosender, der jetzt hier sich einen Spaß macht. Das Berg aus ging so tief rein, das kann nie zu Ende sein. Wir hat da irgendwie musikalisch einfach in Deutschland einen Schalter umgelegt. Nicht nur der Texte wegen. Hinterm Horizont hat so eine erweiterte Bedeutung. Das ist ein so starkes Bild, auch der Wiedervereinigung. Die rennen uns die Hütte ein. Die machen Rolle rückwärts, die Leute. Auf sowas hat Deutschland gewartet.